Willkommen zurück, Let's Play Aladdin mit dem bösen Chaos Joker und ohne weitere Umschweife lassen wir die Zwischensequenz los, bitte. Aladdin und Abu können sich retten und bringen Jafar die Lampe. Jo. Jafar übertölpelt die beiden und sperrt sie in eine Höhle ein. So ein Arsch. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Ja, das kann er, wenn. Ja, wenigstens hat er etwas gerissen in seiner Laufbahn. Um die Schriftzeichen auf der Lampe besser entziffern zu können. Reibt Aladdin den Schmutz mit seinem Ärmel fort. Und puff. Und puff. Ah, egal. Ein Genie entsteigt der Lampe und er sieht in Aladdin seinen neuen Herrn. Sein Gebieter, Entschuldigung. Naja, gut. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Bevor jemand jammert. Ja, das kam nicht im Film vor. Das hat man eingebaut als Extra-Level. Genau wie den Level danach in der Pyramide. Oh, habe ich jetzt vorgegriffen. Das wollte ich. Das wollte ich nicht. Ach, ist auch scheißegal. So. Da sind wir in der Lampe. Sieht cool aus, ne? Sieht ein bisschen aus, als hätten die was gefressen, ey. Also den Level ge gemacht haben. Na komm, hoch da. Jo. Was gibt's hier zu sagen? Nix. Spätestens bis hierhin solltet ihr alle Tricks von Aladdin gefressen haben, weil sonst habt ihr echt Schwierigkeiten, hier klarzukommen. Weil die roten Diamanten finden, ist schon abgefuckt, aber. Hoch da. Jo, also die roten Diamanten finden ist schon abgefuckt, aber hier, das ist ein Test eurer Fähigkeiten, würde ich mal sagen. Na komm. Und seid froh, wenn ihr dieses Tuch habt. Das werdet ihr bitte brauchen in diesem Level. Also ist manche Sachen schwer zu machen sind. Hep. Wunderbar. Jo, schön. Nächster Abschnitt. Das Level geht auch ziemlich lange. Das muss man dabei sagen. Und das. Boah. Ich muss mich hier gerade wieder volles Programm konzentrieren, weil das wirklich übel ist. Vor allen Dingen hier die Stelle, ey, ich hasse das. Geht mal gar nicht. Oh. Ja, komm. Ah, hoch da. Mit dir, mein Freund. Hüp. Jo, gerade so geschafft, ja? Aber es ging. War mies, war mies, war mies, war mies, war mies. Jo. Aber hey, da haben wir es wieder geschafft, ein Bonusspielchen. Ich habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt, wo ich jetzt eigentlich gestoppt habe. Also, scheißegal, werden wir jetzt sehen. Also ein Genie wird schon mal nicht, aber ich glaube, zwei Leben könnten. Na, fuck ass shit. Wieder ein Continue. Zwei Leben wären mir lieber gewesen, sage ich euch ehrlich. Oh Mann, das geht ja auch mal gar nicht. Toll. Ziemlich mies. Naja, nächster Abschnitt. Auf diesen geilen, was auch immer es sein sollen. Genie-Zungen. Genie-Zungen.
Bisschen abgefuckt, sage ich ja. Naja. Wie ihr seht, das ist jetzt langsam, ist das kein Spaß mehr hier. Also von den akrobatischen Fähigkeiten wird dem guten Erl einiges abverlangt. Und von der Geduld her, weil das war nämlich jetzt Assi. Der scheiß Gegner war, den keine Sau gesehen hat. So, jetzt kommt das hier. Zack. Zack. Jo, wir sind fast schon wieder so weit, dass wir einen Herzcontainer haben können. Und was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt das hier. Das ist ein wenig abgefuckt. Ach, kommt. Ja, komm. Nein, 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 so nett, Freundchen. So ist besser. Okay, hier müssen wir ein bisschen warten. Yeah. Oh, das könnte fast zu knapp gewesen sein. Nee, doch nicht. Schwein gehabt. Da wäre ich doch beinahe kurz vor Ziel abgenibbelt. Und wo wir gerade bei Ziel sind. Level 4 beendet. Glückwunsch. Und wieder alles gefunden. Mann, bin ich gut. Scheiße, das geht ja mal gar nicht. Jo, bevor wir weitermachen mit der nächsten Sequenz und so weiter und so fort, mache ich Pause und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.